We can't hold them off! Wir können sie nicht abwehren. Zurückziehen. Hitze steigt flackernd aus gitterbedeckten Gängen unter dir auf. Etwas Schweres ist durch das Geländer gebrochen und hat ein großes Loch in die Brücke geschlagen. Okay, das da drüben ist nicht gut. Und dafür habe ich einen Feuerball. Also ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mal auf dieser Seite dieser Art hier stehen würde. Perhaps rest is in order. Weil das ist eigentlich die liebste Art meiner Verteidigung in Zwergenfestungen. Jeder Knochen dieses Skelettes ist an ein oder zwei Stellen gebrochen. Also so Balkone oder so von der Seite, von denen man aus auf die Brücke schießen kann. Wieder Geister, die zu Abidon beten. Zertrümmerte Skelette liegen vor dem Schrein auf dem Boden. Vor dieser Statue wurden Schwerter und Helme abgelegt. It's no trouble. Ah. Hope that helps. Oh. Plus 9 Abwehr. Oh, hier geht's sogar noch ein Stück weiter. Ach, das ist Minenschacht. Don't look back! Blick nicht zurück. Keep running! Lauft weiter. Out of my way! Aus dem Weg. Unter dem brennt etwas. Du kannst hier noch nicht sehen, was es ist. Also das müsste uns wieder in die Haupthalle führen. They're coming over the barricade. Sie kommen über die Barrikade. What could have broken through this? Was kann hier durchgebrochen sein? Oh, was ist das? Ein außergewöhnlicher Morgenstern. Die Mauer wurde in große gezackte Splitter zertrümmert. Skelette liegen zertrümmert unter gewaltigen Steinplatten. Nur einige wenige Knochen ragen aus dem Schutt auf, wie zerbrochene dünne Äste. Okay, da ich das Gefühl habe, dass es da weitergeht, Losing ground! Wir verlieren am Boden. Was entdeckt uns hier bitte? They're coming to the mines! Sie kommen zu den Minen. Werkstatt. Okay. Da brauche ich erst einen Werkstattschlüssel für. Aber hier scheint was zu sein, was uns instant entdecken tut.
Oh, Frostschlamm und Eiskäfer. Okay, das sind etwas stärkere Gegner. So, das sind auf jeden Fall tote Gegner jetzt. Perhaps rest is in order? I will. I shall be quiet as a calm sea. Okay, hier ist jede Menge Dürrganstahl und Diamanten, wie es in der einen Beschreibung stand. Und hier wären nochmal Rastvorräte, okay. And if I find something good, you can have half. Noch mehr Geister. Batterieschildwall, die nicht aggressiv sind. Ah. Okay, hier drüben scheinen weitere Minen zu sein. Hold them off! Move! Halte sie zurück. Bewegung. Abaddon's Gears, they're coming! Abaddon, sorry, dann sie kommen. For the battery! Für die Batterie, okay. Hier geht eine Treppe hoch ins Nichts. Gut. Die Eisen- und Kupferablagerungen sind voller Blutflecken. Ah. Noch mehr Zeugs. Bittergeist. Oh, and if I find something good. Good, you can have half. Noch mehr Bittergeist. Not a sound. Das hier sieht sogar aus wie eine Goldader. We're outnumbered. Wir sind in der Unterzahl. Noch mehr Geister. Listen. You hear that? Hör doch, hörst du das? Oh, unser Hund kommt erst jetzt. Die Eisen- und Kupferablagerungen sind voller Blutflecken. Erasmus Brief. Auf dieser Stelle wurde eigentlich etwas. Auf dieser Seite wurde eigentlich etwas gekritzelt. Floro, wir sind hier gefangen, aber ich schöpfe Mut aus dem Wissen, dass du unter uns in Sicherheit bist. Wenn einer sein Ende hat, nimm, was du tragen kannst und bring sofort Knochenbeißer auf. Nimm unsere Neffen mit, wenn du kannst. Hier ist es nicht sicher. Behalte das bei dir, in Liebe Erasmur. Die andere Seite sieht wie ein Gedicht. Sieht aus wie ein Gedicht, ist aber vom Schmutz bedeckt und nicht zu entziffern. Guter Arbalest. Gehen wir erstmal in die andere Richtung. Oh, Sahua hat was zu sagen. Ja, komm. A hopeless battle was waged in Durgan's battery.
They seemed to know that their deaths had come, yet many fought on. In Dürgans Batterie wurde ein hoffnungsloser Kampf ausgetragen. Sie schienen zu wissen, dass ihr Tod gekommen war, und doch wehrten sich viele dagegen. Was hat es ihnen genutzt? Alle Männer kämpfen, die den Tod fürchten. Sie hatten ein großes Vermächtnis aufgebaut. Sie hatten keinen Grund, den Tod zu fürchten. Und auch jetzt kämpfen sie noch immer weiter. Nehmen wir mal das. Their bravery was not enough in the end. Ihr Mut reichte letztendlich nicht aus, er seufzt. They might have made great Nalpaska warriors, if only they had been born to Khan. Sie hätten vielleicht großartige Nalpaska-Krieger abgegeben, wären sie nur als Khan geboren worden. Oh, I'm here. Wir sind wieder I'll sichtbar. See what's ahead. Ort entdeckt, Lorentunnel. Eine leere Lore steht am Eingang dieses Tunnels und wartet darauf, mit Erz beladen zu werden. Obwohl einige der umliegenden Tunnel in schlechtem Zustand sind, scheint diese Lore und die Schienen, auf denen sie stehen, intakt zu sein. An den Gleisen befindet sich kein Hebel. In die Lore sehen. Die Lore ist leer, staubig und verrostet. Sie ist groß genug, dass eine Gruppe von Gestanden hineinpassen könnte, wenn auch etwas ungemütlich. Weggehen. Okay. Ich fahre jetzt nicht Lore. And if I find something good, you can have half. Und wenn die Lore vielleicht die Chance hätte, mich in die Werkstatt zu bringen drüben. Ach, je, Hinterhalt, das auch noch. Lead the way. Might do us some good. Jede Menge Käferpanzer. Oh, Stiefel. Schleichangriff-Bonus. Hm. Felsen verhängen den Eingang des Tunnels. Das wäre ja vor einiger Zeit eingestürzt oder absichtlich zum Einsturz gebracht worden. Also ja, ich kann gucken, wohin das führt, oder ich steige jetzt doch einfach mal in die Lore ein. Das finden wir noch heraus, wo uns die Lore hinführt. Machen vorher aber einen Quicksave. Wo wir auch immer wir rauskommen, da speichern wir dann mal richtig. Einsteigen. Du steigst mit deinem Gefährt in die Lore, ein umständliches Gewirr aus Ellbogen und Waffen. Den Hebel ziehen. Mit lautem metallischen Kreischen bewegt sich der Hebel. Die Lore zittert heftig und fängt an, langsam die Schienen lang zu rollen. Die Lore bewegt sich bergab und nimmt schnell an Fahrt auf. Beim nächsten Anstieg wird klar, dass die Schienen irgendwie verzaubert sind. Die Lore verliert nicht an Geschwindigkeit. Das sieht lustig aus, der Geldbeutel vor allem. Nach einer scharfen Kurve näherst du dich schnell einer Weiche. Ein Gleis führt nach links, ein zweites nach oben und nach rechts. Die schnell umsehen. Du bemerkst einen weiteren Hebel neben den Schienen. Die Lore saust darauf hinzu. Im Vorbeifahren den Hebel ergreifen. Wer soll den Hebel greifen? Manea. Manea hängt sich mit beeindruckender Geschicklichkeit aus der Lore und packt den herausragenden Hebel. Der Hebel rastet ein. Manea wird durch die Wucht des Aufpralls fast aus der Lore geschleudert. Es ertönt ein spischendes Geräusch und dann stellt sich die Weiche vor dir um. Gerade noch rechtzeitig. Die Lore rattert auf das richtige Gleis. Nach einer schienengerätenden Reihe von Kurven wird die Lore langsamer und bleibt schließlich am Eingang zu einer neuen Höhle stehen. Ah ja, jetzt sind wir hier hinten. Gut, aber ich habe gesagt, wir speichern jetzt hier. Also tun wir das auch. Das ist jetzt Let's Play 047.
047. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir gespeichert haben. So. Also, bis gleich.